Jo, hi. Ja. Ich mache jetzt Teambuildings-Videos, so wie ihr seht, anscheinend. Auf jeden Fall, in der PBA müssen wir am ersten Spieltag gegen den guten Ash, das ist einer dieser Leiter, so einer der Leiter, sagen wir mal so, der Liga. Er führt das Team Thousand Errors. Obwohl ich schon die ganze Zeit immer gedacht habe, das Team heißt Thousand Terrors, weil ich das T bei Errors sozusagen weitergeführt ist, aber es heißt Errors und nicht Terrors. Egal. Ja, ich werde das hier, glaube ich, rechts in Showdown hier ungefähr einblenden. Durchgehend. Und werde jetzt natürlich hier seine Monster ansagen. Ja, Ash hat im Escargoron Latios. Dann im A Ramoth und Zessorio, im B hat er Tentoxa, Zorak mit dem Z-Stein. So. Ich glaube, da kam jetzt ein Cut, weil da kam gerade irgendwas. Auf jeden Fall egal. Wir waren im C Keifel, Megaordoch, im D Rotom, also das normale Rotom, Gewaltro und Kabutops. Ja, das ist mein Team, was ihr jetzt seht da. Auf jeden Fall haben wir als erstes unser Panferno mit dem Thirium Set Fähigkeit Eisenfaust. Ja, ist halt ein physisch offensives. Also, ich habe überlegt, was ist besser gegen ihn. Ich hatte anfangs ein Mix-Set gehabt mit Fire Blast und Nahkampf und U-Turn. Hab dann auch Full Special Attack gehabt. Und dann dachte ich mir so, was treffe ich denn besser? Mehr auf der speziellen Seite oder auf der. Ja, es kam, glaube ich, noch ein zweiter Cut, weil entweder es kommt öfter jetzt vor, weil Windows labert hier, ja, ich soll das Farbschema wechseln. Keine Ahnung, was das will. Aber es ist immer so, wenn ich aufnehme über einem Browser. Warum auch immer. Wenn ich so aufnehme, ist es nicht. Verstehe ich nicht. Egal. Nichtsdestotrotz. Ja, wir haben 250 Attack. Beziehungsweise, ich habe überlegt, was ich mache. Ne? Ja. Also, physisch treffe ich besser als speziell, sagen wir mal so. Auch wenn er sowas wie Kargoron hat, hat physisch ordentlich was wegstecken kann. Ordoch. So, Ordoch kann ich sagen, ist schon das größte Problem für mich, da überhaupt vorbeizukommen, weil selbst ein Kobalion macht. Ich glaube, hier kam wieder ein Cut. Aber egal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Lasst mich überlegen. Warte mal, lebt das überhaupt noch auf? Ja, okay. Lass mich überlegen. Ja, oh, so. Selbst ein Kobalion mit einem richtig, so mit Full Attack und mit einem offensiven Item macht er vielleicht gerade mal 50% Max oder so, wenn Full Fist Ordoch da ist. Also richtig Full Fist Ordoch könnte mir echt das Genick brechen, wenn ich nichts dagegen habe, weil ich habe zwar spezielle Gewalt drinne, aber die Two-Hitten Ordoch nicht. Deshalb muss ich das irgendwie machen, dass ich das andersrum spiele. Das Dumme ist, er hat hier Bell. Und ich muss versuchen, wirklich auch zu hexen, tatsächlich. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben hier Panferno mit der Kehrtwende, Flammenblitz, Nahkampf und Steinhagel. Sozusagen All-Out-Attacker. U-Turn, um Momentum zu holen, natürlich. Vier um Z, um halt Z-Flammenblitz zu drücken gegen Kagurón. Weil ich mit Flabbits sonst zu viel Chip-Damage kriege und Kagurón soll einfach nur weg. Ja, Rockslide ist für Ramoth, weil Ramoth wird mir auch gefährlich. Und ja, das, also 250 Attack, um halt um halt den höchstmöglichen Schaden zu haben. 236 EVs, um 105er zu outspeeden. Um einen Punkt.
und den Rest halt KP und Verteidigung. So, dann kommen wir zu Zapdos. Zapdos haben wir in der vollphysisch-defensiven Variante diesmal, obwohl das erste Mal nicht diesmal, mit der Japa-Beere, weil ich bin ehrlich, mir fehlt kein zum einen, was ich spielen könnte, ich hätte Bollenhelm spielen können, ich hätte Antiviren spielen können, ja, ist alles richtig, aber Heilung ist immer gut, tatsächlich. So, natürlich mit der Statik, weil ich möchte halt viele Hacks haben, ne? ja, EV-Split, Full KP, Full Def und Rest Special Def, das ist halt ein kompletter Standard-Split. Liegt daran, weil ich höchstens von einem Knockoff von Zersurio gut Damage kassieren möchte, weil Ironhead soll nichts machen, macht auch nicht, Kaguan macht gegen mich überhaupt nichts. Vielleicht, wenn es speziell offensiv ist, tatsächlich macht es sogar was, aber dann höchstens nur mit Flammenwurf. Ich weiß, dass das Ding auch Steinhagel kann, aber ich bin physisch defensiv. Latios könnte halt was gegen mich machen, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Attacken, Defog, U-Turn, also auflockern, Kehrtwende, Ladungsstoß und Ruheort. Ganz einfach. Auflockern und halt die Hazards, die bei mir liegen, also auf meiner Seite liegen, die also sprich nicht schlecht sind, weg zu defoggen. Hat ja einen einfachen Grund. Ich möchte so oft wie möglich angreifen. Ich habe bloß drei physische, also drei offensive Monster, die auch noch leider physisch sind. Tatsächlich. Ich habe zwar noch ein weiteres Mal was Bulky Offenses, aber es ist halt nicht Full Attack sozusagen. Nichtsdestotrotz, Kehrtwende Momentum zu holen. Entschuldige für den Gainer. Auf jeden Fall. Es ist sehr spät. Ich muss eigentlich gleich ins Bett wieder, um vorbereitet zu sein für den Kampf und auf die Arbeit einigermaßen vorbereitet zu sein oder ausgeschlafen zu sein. Auf jeden Fall, wir haben noch Ladungsstoß, weil 30% Para und Step. Und das spielst du eigentlich immer auf dem defensiven Mon. Und Ruheort, um halt zu heilen, natürlich. Ruheort ist jetzt aber nicht so ein Muss. Ich hätte noch sowas wie was anderes spielen können, wie Toxin zum Beispiel. Aber da muss ich halt gucken, wie ich das am Ende noch mache. Ja, drittes Mon. Haben wir Primarena mit der Offensivweste. Aus dem einfachen Grund, ich hatte anfangs, ich habe kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, den EVs minimal geändert. Ich habe bloß die Verteidigungs-EVs, die ich davor hatte, plus das Verteidigungswesen, habe ich in die Spezialverteidigung getan. So, davor war es halt, ich kann es euch ja zeigen, es war halt nur so. Und bei dem Split ohne Special Death Investment, nur mit der Soldus und Full KP, würde ein Gigasauger von einem offensiven Ramot eine 0,4%ige Chance sein, mich zu two-hitten. Also an sich so gut wie unmöglich. Daher habe ich das jetzt hier reingetan, dass ich safer 3-Hit KO bin. 188 Special Attack Investment brauche ich, um alles safe zu two-shotten, außer halt Megaor doch und Kagoron natürlich. Wozu genau es genau war, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, Ramon stirbt nach Tarnstein, ich mache 76-91% mit einem Scald, sprich Scald plus Aquajet killt. Ah, ich habe noch Aquajet aus dem einfachen Grund, falls Ramot angechippt ist, ist der Range so, weil ich mache 30-35% mit einem Aquajet, auch mit einem Minus Attack Wesen. Kann ich das Ding auch killen, wenn es sich Setup vorher oder momentan im Sweep-Versuch ist. Ja, soll natürlich auch gegen Latios reinkommen, was eventuell auch Setupen kann, einen Thunderbolt drücken kann. Dafür habe ich halt Moonblast. 30% Chance, um Special Attack zu droppen, ist halt krank gut. Und ja, weil dagegen Tentoxa sehr gut reinkommt, habe ich noch Psychokinese drauf getan, um halt gegen das Ding
auf die Switchen eventuell zu reagieren und das ihn gut anzuchippen, so. Als nächstes haben wir Cobalion mit dem Leben Orb, aus dem einfachen Grund, damit mache ich könnt ihr gerne mal gucken. Ich habe natürlich alles offen. Zack. Hier seht ihr ungefähr das vorher. Seht ihr, dass es 0,4% Chance ist für ein Two-Hit. Zack. Zack, 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 zack. Cobalion. Einmal das. Dann suchen wir Audino als Defensive Pivot. Als komplett physisch-defensive Variante. Und da seht ihr, ich mache nichts, weil es nur Level 100 ist. Macht es gerade so nicht mal ein Two-Hit. Ich könnte SD spielen. Ich müsste eventuell sogar SD spielen. Um überhaupt was zu machen, tatsächlich, aber damit müsste ich dann den Void Switch eventuell wegschmeißen dafür. Und dann hätte ich nur ein schnelleres Mund. Ich wüsste was. Ich muss SD spielen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, tatsächlich. Stashrock SD. Ach, ja, komm. Ich spiel Sword Stealth. Jetzt will ich nur mal gucken, wie viel der Fireblast macht. Okay, gut, ich kann mich easy setupen. Dagegen. Oh, das ist. Wisst ihr, das sieht schon mal richtig gut aus. Das ist einfach mal fast ein One-Shot in der High-Roll. Also sprich, nach Tarnstein ist es eine 6,25%ige Chance, One-Shot. Also, okay, ich spiele SD. Ihr habt mich überzeugt. wir haben SD drauf. Ja, Schwertanz habt ihr. Wir haben kein Voidwechsel, das habt ihr nicht gesehen. Voidwechsel ist natürlich auch gut, um Momentum zu holen. Würde halt Kargon gut treffen, Tentoxa gut treffen und so sind wir halt, also so sehen wir jetzt, dass Cobalion halt überhaupt nichts gegen Tentoxa macht, tatsächlich. Und nichts gegen Rotom, also das heißt, ich muss die vorher rausnehmen, um überhaupt was zu machen. Ja. Tarnsteine zu kriegen, Nahkampf, um halt einen sehr starken Kampfstep zu haben und Eisenschädel, um einen sehr starken physischen Stahl-Step zu haben. Speed, halt wieder so viel Speed, um 105er zu outspeeden. Also sein Zoroark und Wishu. Und Rest halt in der KP. So, dann haben wir Cresselia. Cresselia haben wir mit den Überresten. Aus dem einfachen Grund, weil das Investment so viel ausgelegt ist, sodass ich easy going ein 3-Hit KO bin mit einer. Mit Käfergebrumm von einem full-offensiven Ramot. Ich würde ein plus 1 Käfergebrumm auch tanken mit 66, also der würde 66-80% Schaden ungefähr machen. Hab die Rest mit physischer Verteilung getan, um halt physisch noch was zu tanken. Je nachdem, ich könnte das auch in den Spezialangriff packen, um da mehr Damage Output zu haben, aber ich weiß nicht, wo ich den jetzt hier hinmachen soll. Ich kann den halt wirklich hier so machen, um halt wie gesagt mehr Damage Output zu haben. Ich kann das hier reinmachen. Ich könnte Speed reinmachen, aber scheiß drauf. So tank ich physisch besser. Zum Beispiel kann ich dann in Keife reinkommen. Das macht mir dann schon denn weniger. Denn so, auf jeden Fall. Toxin. Ich muss es schaffen, Mega Ord auch zu toxinisieren. Mondlicht oder Mondschein besser gesagt, um halt hochzuheilen. Psychoschock habe ich, weil er sehr viele Mons hat, wo die physische Verteidigung schlechter ist als die Spezialverteidigung. Sowas wie Ramoth hat ja nur 60 oder 65 Def und Special Def hat der 100 oder 105.
110, keine Ahnung. Tentoxa genauso. Je nachdem, wie Mega Ord auch investiert ist, kann es auch weniger Verteidigung haben mit Spezialverteidigung. Hat ja beides auf 126 plus eine 100, weiß ich nicht, KP, also das ist schon echt bulky defensiv. Ja, Gewalt hat eine höhere Spezialverteidigung und so. Ja, und zu guter Letzt, als letzten Move habe ich noch Kraftreserve Feuer. Aus dem einfachen Grund, er hat Kaguron, also auf dem Switch-In kann ich dann Kaguron HP Fire drücken, macht dann vielleicht 20% oder so, wenn es hochkommt, Zersurion nimmt guten Schaden, Gewaltroh trifft sehr, wird sehr effektiv getroffen, Greife wird sehr effektiv getroffen, aber wird anscheinend weniger machen als Psyshock, je nachdem, wie das investiert ist, aber es hat halt Speckschicht und ja, dagegen drücke ich Atoxic erstmal daher. Ja, und zu guter Letzt haben wir Sneevil. Choice Band mit Inner Focus. Aus dem einfachen Grund, ich brauche meine keine Fähigkeit, die Genauigkeit nicht sehen können lässt. Langfinger brauche ich auch nicht. Daher spiele ich Konzentrator. Weil ich glaube, der hat Flinch-Moves, oder? War das nicht so? Ja, genau, Mogelhieb hat er auch Wishu zum Beispiel. Aber da, wobei, doch. Wenn er Mogelhieb mich anschippt, kann ich einfach mal einen Ice Crash oder so einen Scheiß draus drücken, weil ich bin ja schneller. Ich bin einen Punkt schneller als ein Latios. Das ist auch der Grund, warum ich Sneevil mitgenommen habe. Es soll Latios rausnehmen mit einem Knockoff. Oder Eisschad und Eisig gecrashed, je nachdem, wie es gemacht wird. Wenn ich predicte, drücke ich eventuell Knockoff oder Eisig Crash. Generell kannst du Knockoff immer spielen, aber ja. So. Full Attack, 36 KP, das ist halt der Rest. Jetzt habe ich mein Mikrofon geschlagen, hoffentlich habt ihr das nicht mitbekommen. Wenn doch, tut's mir leid. Wahlband, weil Wahlband macht Damage und ja. Ist halt auch an sich ein All-Out-Attacker. Poison Jab habe ich bei für sein Feen-Pokémon? Fragezeichen. Genau, Mega Order. Ich kann ja mal kalken, wie viel das macht. Habe ich jetzt echt nicht gekalkt. Also, da bin ich echt ehrlich. Steuerung A, Steuerung V. Ja. Der macht nichts. Aber ich habe immerhin 20% Chance für Poison. 30, wow, das ist gut. Kriegt jetzt 12% was, aber ich will da einen richtigen Toxin drauf haben. Ja. Okay, ich habe eine Sache geändert an Cobalion, die im Endeffekt auch besser ist, weil da komme ich besser gegen Ordoch klar. Und warte, jetzt interessiert mich mal, wie viel der mit Latios kriegt. Alter, wie viele Sets gibt's denn? Das hier. Yo. Der ist einfach mal tot. Gönn dir, Brudi. Der ist einfach mal richtig tot. Du musst einfach nur Scarf spielen, um überhaupt was zu machen, weil Sneevil kommt rein, ich bin schneller und drück einfach mal einen Knockoff oder ein Icicle Crash. Holy shit. So, ja, ich rede schon viel zu lang. Ich schaffe das jetzt nicht zu rendern. Also jetzt noch, weil es war 22.53 Uhr. Aber ich habe es aufgenommen vor dem Kampf, das ist schon mal wichtig. Das heißt, ich kann dann mich danach drum kümmern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Kampf wieder. Haut da rein. Ciao.